Alola, ich freue mich, dass ihr wieder 20-30 Minuten opfern könnt, um mir bei meiner Inselwanderschaft beizustehen. Wir machen weiter auf der Suche nach Myla, der Inselkönigin hier auf der zweiten Insel Akala, immer noch. Aber wir kommen voran. Wir haben jetzt den Friedhof schon überquert, die Stadt erkundet im letzten Part und jetzt der Fuzzi. Guten Morgen, kurz gesagt Moin. Was ist Moin gerade nochmal exakt? Das ist eher nordisch, oder? Die Norddeutschen, Schleswig-Holstein oder so. Wobei Moin jetzt schon ein verbreiteter Begriff. Guten Morgen. Naja, in Hessen sagt man Mosche. Klingt aber blöd. Auch hier sagt man ab und zu Moin. Was hätten wir denn am Angebot? Flug! Haha! Warum auch immer der Akrobatik kann, aber ich feier's gerade. Oh, sein Hariyama ist gar nicht von schlechten Eltern. Dann nehmen wir doch am besten mal den Volvorock. Ach nee, Kampf ist sehr effektiv gegen Gestein. Das könnte gar nicht gut enden. Könnten aber mit Sandwirbel, das probiere ich aus. Komm. Wenn er nicht zum Zuge kommt. Warum haben die hier schon... Gut, Makuhita haben wir schon öfters gesehen. Jetzt halt Hariyama. Ich glaube, der will nicht kämpfen. Der will nicht kämpfen. Könnte eine Z-Attacke probieren, aber... Mach halt. Wenn er halt sich dazu entschließt, dass wir mal angreifen dürfen. Oder wenn wir zuerst angreifen, ja. Damit würde er nicht gewinnen. Immer nur Wirbelwind. Nee! Mizunder hüllt sich in Z-Kraft. Nimmt all seine Kraft zusammen und setzt eine Z-Attacke ein. Dynamische Maxi-Flamme. Das muss immer ein bisschen Euphorie hier in die Bude. Die kommt irgendwie schnell abhanden, wenn man immer wieder Z-Attacken einsetzt. Oh yeah! Ja. Was soll das werden mit dem Akub und seiner Akrobatik ist nicht Stab und so? Zwar sehr effektiv, aber ihr habt ja gesehen. Lieber eine fette Z-Attacke. Ich hab verloren. Kurz gesagt, Mist! Ja, kann man so stehen lassen. Okay, ich mache ein bisschen Looky-Looky. Wir sind von hier gekommen. Da ist ein verstecktes Item für den Zigardewürfel. Ich glaube, wenn ich irgendwann Zigarde deswegen bekomme, egal welche Form, ich glaube, ich nehme es nicht ins Team. Weil ich generell mich sträube, Legendäre ins Team zu nehmen. So, das haben wir schon alles abgeklappert. Dann geht's hier weiter. Oha, wo führt das hin? Du bist also der, von dem Gladio erzählt hat. Man sieht sie noch nicht, aber ich kenne sie von der Demo. Für mich siehst du wie ein ganz gewöhnlicher Junge aus. Krasse Friese. Ich bin Fran. Ich halte Team Skull zusammen. Ich bin dort so etwas wie die große Schwester für alle. Wie du weißt, sind die nicht unbedingt die hellsten. Aber gerade das ist es, was sie so liebenswert macht. Verstehst du, was ich meine? Und du ärgerst meine süßen Geschwister, also muss ich dem ein Ende setzen. Sie hält sie alle zusammen. Die Boys and Girls. Ja, okay. Ich freue mich, wenn du mehr auf dem Kasten hast. Zeig mal her. Skull-Vorstand, Fran. Okay. Funkensprung, würde ich sagen. Gegen Golbert haben wir ein paar Optionen. Jo, warum nicht? Ja, das ist natürlich auch eine risky Angelegenheit, aber es gleicht sich aus, ne? Käfer Elektro. Übrigens, viele haben immer in die Kommis geschrieben, siehst du eigentlich nicht, dass da steht sehr effektiv oder wirkungslos? In der Tat habe ich da nicht immer drauf geachtet, weil man es auch nicht immer sieht. Wann sieht man es und wann sieht man es nicht, wenn man ein Pokémon bereits gesehen hat, ja? So habe ich es, glaube ich, verstanden und so ist es wohl auch richtig. Wenn man es schon einmal gesehen hat, dann kommen die Hinweise, ob eine Attacke effektiv ist oder nicht oder wie auch immer. Scheinbar haben wir im Let's Play hier noch kein Golbert erblickt, weswegen uns nicht gesagt wird, was das ist und was das soll. Kann man von halten, was man will. Ich hätte es bevorzugt, dass man einstellen kann, dass man es auch hätte ausmachen können. Ich achte, wie gesagt, nicht drauf. Jetzt Molunk, den haben wir schon öfter gesehen. Da sollte angezeigt werden, was effektiv ist und was nicht. Also Käfer ist nicht so effektiv wie der Rest. Bleiben wir beim Funkensprung. Ja. Verdammt, Axt. Aber dann musste man schon kalkulieren, was mache ich am besten.
Wolverock, zeig dich von deiner besten Seite. Ist auch nur ein Molunk, wir haben schon die Entwicklung besiegt. Was ist los? Felsgrab! Aha. Auch nicht so schön, aber trotzdem, es sollte wohl reichen. Wobei, hat die noch drei Pokémon? Noch ein drittes? Denke fast nicht. Oh yeah. Level 29. Dafür wird er gleich gepflegt. Verhätschelt und getätschelt. Tarnsteine. Upsi. Das ist einfach nur in den Kampf eingewechselte Ziele nehmen Schaden. Ja. Sein Angriffswert zu erhöhen. Also Felsgrab und Biss fallen ja schon mal raus. Sandwirbel, Jauler, Tarnsteine. Ah, Sandwirbel setze ich aber gerne ein. Also gut, es ist eh keine Attacke, die wir ewig haben werden. Weg mit der Angriffssteigerung und ab und zu mal einen Tarnstein. Für dicke Gegner kann es wohl gut aussehen. Wenn die viele Pokémon haben, dann läuft das auch. So, mein Freund und Kupferstecher. Mein lieber Ryuk. Was hilft denn gegen Gift? Kämmt das Pokémon? Statusprobleme. Das kriegen wir wieder hin, ja. Ist es verpufft oder was? Böse Vergiftung. Ei, ei, ei. Schon ist weg. Aber hartnäckiges Gift, ey. Er freut sich. Na bitte. Das soll aber auch reichen für dich. Schenkt eurem Pokémon nicht so viel Liebe. Sonst kämpfen sie nicht mehr vernünftig. Spaß. Ach, du bist ganz schön stark. Aber wenn du uns weiter im Weg stehst, mache ich nächstes Mal ernst. Ernst war groß geschrieben. Wer ist ernst? Wahrscheinlich auch richtig, aber ich dachte, es wird in der Situation klein geschrieben. Nur der Ernst ist auch ein Vorname. Egal. Ahem. Dürfen wir jetzt? Sollte ich vielleicht meine Pokémon heilen vorher? Ich denke, das ist eine gute Sache. Ich weiß nicht, ob die jetzt antanzt. Vielleicht heilt ihr unsere Pokémon ja auch. Aber sicherheitshalber nochmal kurz zurück ans letzte Pokémon Center. Weil ich hätte die schon gerne alle beisammen, ne? Denk schon, das Spiel ist eigentlich so fair. Vor allen Dingen fragen die einen ja immer. Ich glaube, so wird's ablaufen. Wenn die jetzt kommen würde, weiß ich ja auch nicht. Dann fragt die einen, bist du bereit, gegen mich anzutreten? Und dann sage ich, ja, nein, vielleicht geht so. Ist kein Pokémon Center. Ups. Hat auch keiner behauptet. Ich wollte nur kurz auf Tauros steigen. Aber jetzt bin ich doch nicht so lauffaul. Ich weiß, ich bin. Ich entscheide mich gerne mal um. Das haben wir im letzten Part erkundet, in aller Ausführlichkeit. Die City. Fand ich echt erschreckend, dass ein ganzer Part in so einer kleinen Stadt weggehauen wurde. Aber erkunden ist hier halt das A und O. Was bringt mir ein Spiel, wenn ich es mir nicht richtig anschaue, ne? Wir haben auch auf der ersten Insel Mele Mele noch viel zu erkunden. Es gab zum einen beim Blumenmeer eine Höhle, wo wir hätten durch können, aber am Ende hat man ohnehin Lapras gebraucht. Also in Klammern Surfer. Deswegen. Und des Weiteren sind da noch weitere Bereiche, die man auf der Karte dann noch sieht, die noch schwarz sind. Da freue ich mich drauf. Was es da noch Schönes zu erkunden gibt. Und generell, wie das aufgebaut ist. Aber die zweite Insel haben wir so gut wie fertig. Obwohl die, ich glaube, die größte oder die zweitgrößte ist. Jedenfalls nicht die kleinste. Trotzdem haben wir da so gut wie alles erkundet. Ein Strand fehlt noch, da muss ich unbedingt hin. Aber erstmal schließen wir die Ecke ab, oder? Schließen wir die ab? Wie ein Spind am Arbeitsplatz schließen wir die ab. Okay, Akla Küstenstreifen. Die wilden Pokémon hatten kurz Gnade. Ich durfte durch ein Gebüsch laufen und es kam keins. So, jetzt aber ran. Ruinen des Lebens. Myla? Bist du hier? Es ist Pink. Burn it. Let's play Marcus. Das war doch die Frau von Professor Kokui. Im Anime sagen sie Kokui. Oder Kokui, sag ja ich.
Kukui, glaube ich, sagen sie wirklich. Lily hatte sich verlaufen, also habe ich sie kurzerhand hergebracht. Ich habe gehört, auf dem Weg zum Hotel Meeresrauschen habe sie sich schon mal verirrt. Da wollte ich zwar nur ein paar Schergen von dem Skull aus dem Weg gehen, aber ich habe mir trotzdem etwas Sorgen um sie gemacht. Okay, Mask Royal hat gleich wieder einen Kampf und den will ich nicht verpassen. Aber eines wüsste ich ja zu gerne, wie Mask Royal wohl unter seiner Maske aussieht. Ich kann's mir denken. Ihr macht ein Tamtam. Ich bin für Wölkchen hierher gekommen. Professor Burnett war so freundlich, mir den Weg zu den Ruinen zu zeigen. Ach, dein armes Akkub, lass mich schnell dein Team heilen. Ich das gewusst hätte. Naja, bin kein Alleswisser, da seht ihr, es ist blind. Dort drin befinden sich die Ruinen des Schutzpatrons von Akaala, Kapufala. Piu! Nur nicht hetzen, Wölkchen. Auf Mele-Mele solltest du auch zu den Ruinen des Krieges. Was bedeuten diese Ruinen für dich? Was willst du von den Schutzpatronen? Ja, Cosmog bleibt ein Geheimnis. Ohne dich wär's für Wölkchen an der Hängebrücke wirklich brenzlig geworden. Piu! Ich glaube, Wölkchen muss irgendwie mit den Schutzpatronen zusammenkommen und das hat sie geschafft auf der Brücke damals mit Kapuriki. Wie wird's hier ablaufen? Nanu, ihr seid doch die Kinder, die mit Kukui unterwegs waren. Das ist richtig. Mein Name ist Lily. Ich bin Professor Kukuis Assistentin. Das ist Let's Play Markus. Ich hatte euch im Hafen schon nach euren Namen fragen sollen. Tut mir echt leid. Und das, obwohl ich extra auf euch gewartet hatte, um euch auf Akala willkommen zu heißen. Ich bin hier, weil Kapufala mich gebeten hat, in den Ruinen etwas in Ordnung zu schaffen. Und Let's Play Markus, ich wollte mich noch bei dir dafür bedanken, dass du dir die Zeit nimmst, die Menschen und die Pokémon Alolas kennenzulernen. Oh, da nicht für. Ja, checken wir die Ruinen aus, oder was los? Gut, du hast also die Prüfung der drei Captains von Akala bestanden. Dann ist jetzt Zeit für die große Prüfung der Inselkönigin Myla. Mach dich bereit für den härtesten Pokémon-Kampf auf ganz Akala! Aber gerne doch. Also beides, man wird geheilt und man wird gefragt. Okay, meine Pokémon und ich werden im Kampf gegen dich und deine Pokémon all unsere Kraft zusammennehmen. Meine Gefährten sind allesamt schroffe, aber dennoch niedliche Gesteins-Pokémon. Das ist ja nicht so gut. Ehrlich gesagt. Inselkönigin Myla fordert dich heraus! Nass kniet also. Ja, was machen wir, Ich habe ja kein Wasser-Pokémon. Er hat sich angeboten gegen die Alte. Knirscher, los geht's. Mit Elektro brauchen wir bei Gestein. Ja, okay. Elektro funktioniert auf Gestein. Das ist schon mal... Aber, trotzdem, Gestein und Boden hängen für mich echt immer noch ein bisschen zusammen. Bin jetzt nicht sicher, ob Käferbiss... Let's try this. Bringt auf jeden Fall... Ne, es war ein Volltreffer. Ja, wir sind unterlegen. Es ist okay. Ja, die hat Gesteins-Pokémon. Da muss ich auch damit rechnen, dass die anderen auch Gesteinsattacken drauf haben. Oh, Paralyse. Das ist schön. Okay. Danke, Akub. Du hast gute Dienste erwiesen. Was ist mit Stein auf Stein? Sind die sich gegenseitig sehr effektiv? Oder nicht? Probier's einfach mal aus. Ne, ich glaube, das bringt nichts. Hyperheiler. Weg mit der Paralyse. Aber es reicht, dann ist ja gut. Quasi ein Zug verschwendet, wobei ich nicht weiß, ob ich zuerst angegriffen hätte. Sie setzt einen Wolverock ein, aber ein Tagesding? Nein, auch ein Nacht-Werwolf. Mhm. Sandwirbel, bitte. Nein, was? Oh-oh. Das endet gar nicht gut, aber ich weiß, was für ein Z-Kristall ich am Ende bekomme. Apokalyptische Steinpresse. Das sieht ungemütlich aus. Wie der Mond von Majora's Mask. Ich sehe Parallelen. Das machst du nicht nochmal, hörst du? Einmal pro Kampf. Das hat er jetzt schon verschwendet. Setz auch mal gerne Tarnsteine ein. Das nächste Pokémon, was reinkommt,
hat dann schon mal nichts zu lachen. Hätte ich natürlich am Anfang schon machen können, wenn Volverog an erster Stelle wäre. Ist aber nicht. Beiß mal rein! Überlebst du? Gönn dir. Ich glaube, ich heile mein Pokémon dann doch auch mal. Er hält noch ganz gut durch und Mizunder, ich glaube nicht so wirklich. Wollen wir eine Limo gönnen? Auf jeden Fall. Egal, komm. Wir gönnen eine Limo. Und probates Mittel hat er halt nicht. Oder? Wie gut ist er da dabei? Nee, mit Zunder, Feuer. Nee, das machen wir nicht. Wir werden ihrem Volverog zeigen, dass unser Volverog einfach besser ist. Der ist wirklich nicht schlecht. Jetzt gar nicht gedacht, dass er so viel abzieht. Und geh baden! Auch Sandwirbel hat sich hier ausgezahlt. Das war wohl hoffentlich die richtige Entscheidung, Jaula zu vergessen. Sieh die Mantur. Okay. Tarnsteinchen. So, dann bleibe ich auch dabei. Sandwirbel, falls Mizuna doch irgendwie nochmal rein muss, ist es wohl echt nicht verkehrt, dem seine Genauigkeit zu drücken. Ich mach das. Ich gönne mir das. Bin so frei. Erstheilung. Noch eine Limo. Heute ist Limo-Tag für Volverog. Habe ich nie gekauft, irgendwo geschenkt bekommen. Weiß der Teufel. Können ihm nichts. Das ist das Gute. Die können dem nichts. Und wenn Mizunder rein muss, dann Z-Kraft auf jeden Fall. Weiter mit Sandwirbel. Es nervt, es zieht die Kämpfe in die Länge, aber ihr seht, alles wird gut. Und noch ein drauf. Ich hasse es, wenn man das mit mir macht. Jetzt all die Leiden aus den vergangenen Jahrzehnten, wenn man mich irgendwie, wenn man meine Genauigkeit gesenkt hat, werden hier zurückbezahlt. Okay, kann schon gar nichts mehr tun. Ja, Felsgrab, los. Let's go. Ist so, als würden wir Tarnsteine für ewig behalten, aber... Aber kriegen wir schon hin. Also er kann nichts, er ist quasi wehrlos. Auch wenn wir kein probates, perfektes Mittel jetzt haben gegen Elektro-Pokémon. Ach, Elektro sagt schon Boden. Oder Stein. Stein. Kriegen wir es dann doch so gebacken. Wir haben halt schon 3 Teammitglieder. Das vierte kommt bald. So, ich mach's jetzt mal ein bisschen risikoreich. Angriff ist die beste Verteidigung. Einmal noch und Sedimantur geht baden. Den Fluss runter. Yeah. Seiden? Ein super Trank. Macht nichts. Jetzt kriegst du apokalyptisch auf die Nuss. Seine Initiative sinkt auch beträchtlich jedes Mal. Weil ich doch keine Lust hätte, dass... Danke. Mizunder rein muss. Ich traue dem Braten nämlich nicht. Ich bin misstrauisch. Hab schon zu viel durchgemacht. Das wär's. Haha. Gut gemacht. Einfach großartig. Ach, die ist eingeschnappt. Jetzt sei mal nicht so. Diese Zicken, ey. Erst wenn man seine ganze Kraft eingesetzt hat, kann man noch heller erstrahlen. Ihr seid wirklich sehr stark. Hier, diese Z-Kristall vom Typ Gestein, auch Petrum Z genannt, ist für dich. Ja, das kann Volverog wohl echt gebrauchen. Wobei, ich will nicht jedem Teammitglied einfach ein Z-Kristall in die Hand drücken. Muss man dann abwägen, zu gegebener Zeit. Aber jetzt erstmal. Große Prüfung bestanden, das wird hart gefeiert. Mit Alk und dann gereiert. Du hättest den Z-Kristall Petrium Z. Wie nett. Die Z-Kraft holst du aus Gesteins-Pokémon durch diese Bewegung heraus. Sieh genau hin, auf den Hüftschwung. Die richtige Stärke kommt es an. Ja, Tanz für mich. Der helle Wahnsinn. Kein Kommentar. Sie freut sich.
setze diese Kraft gut ein. Gesteins-Pokémon sind hart und schroff, wie besonders gut im Angriff. Sie ähneln mir überhaupt nicht, aber gerade das finde ich so faszinierend an ihnen. Okay. Gegensätze ziehen sich an, ne? Piu! Du siehst wirklich glücklich aus. Bitte nimm mir das nicht übel, Lilly, aber was treibt jemanden wie dich, der eigentlich gar kein Pokémon-Trainer ist, zu den Ruinen des Lebens? Ich tue es für Wölkchen. Es ist von weit her zu uns gekommen. Ich möchte es in seine Heimat zurückbringen. Leider weiß ich gar nichts über seine Herkunft, aber weil er sich zu diesen Orten hingezogen zu fühlen scheint, suche ich in den Ruinen wie diesen hier nach Hinweisen. Ein ungewöhnliches Pokémon, nicht wahr? Auch wenn wir Kapufalle als Schutzpatron ansehen, es ist noch immer ein wildes Pokémon. Nur ein vergleichbar starkes Pokémon würde sich so nah an sein Revier heranwagen. Piu! Aber das ist bei dir wohl kaum der Fall. Ich hoffe, dass eure Reise auch weiterhin von vielen aufregenden Abenteuern und netten Begegnungen erfüllt sein wird. Ich bringe dich zurück in die Stadt, Lilly. Ich finde es toll, dass du so ein großes Herz für Pokémon hast, obwohl du noch nicht mal ein Trainer bist. Und deswegen will ich dir helfen. Gut. Warum gehen wir da nicht mal rein? Inselkönigin Myla, ich bin Tali aus Lilly und ich möchte gegen dich kämpfen. Oh, Let's Play Markus, ein Typ von der Aether Foundation mit einer grünen Brille wollte, dass du ins Hanohano Resort kommst, wenn du die große Prüfung bestanden hast. Die Aether Foundation? Ich weiß nicht, was sie von dir wollen, aber geh ruhig, Let's Play Markus. Wenn du dich gleich auf den Weg machen willst, solltest du mit Klurak nach Kantai City fliegen. Am Dimensionsforschungsinstitut vorbei musst du dann nur noch die Brücke überqueren, um zum Hanohano Resort zu gelangen. Die Aether Foundation? Ich denke nicht. Ich bleib hier und ich sehe mir Talis Pokémon-Kampf an, auch wenn ich gar nicht gerne sehe, wie Pokémon verletzt werden. Doch ich weiß ja, dass deine und Talis Pokémon sehr hart im Leben sind. Ich weiß, ich bin nicht so stark wie mein Opi Hala, aber ich hole trotzdem das Beste aus Arboretos und den anderen heraus. Du bist und bleibst du selbst, Tali. Es spielt keine Rolle, ob du der Enkel des Inselkönigs Hala bist oder nicht. Gib einfach dein Bestes. Zahnpasta-Werbung lächeln. Okay. Hanohano Resort. Okay, aber schon trotzdem kurz zu gucken, warum nicht? Wir bleiben nur vor der Höhle stehen und gehen nicht rein, das gehört sich nicht. Das kann man nicht bringen. Ich will das sehen. Sehr geheimnisvoll. Ah, nur mit Stärke wahrscheinlich. So, also, ich meine, natürlich gibt es keine VM-Stärke mehr. Na, seht ihr? Das wollte ich doch nur wissen. Sackgasse für den Moment. Werden wir Kapufala überhaupt nicht sehen? Das ist eigentlich was Besonderes, so ein Schutzpatron zu erblicken, aber trotzdem, Kapuriki haben wir auch gesehen. Als nächstes sollen wir hier hin. Ja, Hanohana Resort. Ist es gut von hier aus? Ich guck mal ein bisschen. Die haben es mir gerade erklärt. Und ich will mal sehen, ob das der richtige Weg ist. Ob wir auf dem richtigen Dampfer sind oder nicht. Pokémon heilen, hm? Ja, das wäre empfehlenswert. Sehr schön. Finde ich aber gut, wir haben die alte heute richtig platt gemacht. Geht so. Mit Mühe und Not. Aber hätten wir einen Pflanzen- oder Wasserstarter genommen, hätte die Sache hier ganz anders ausgesehen. Ja, man hat halt überall Vor- und Nachteile. Ich versuche ja, mein Team so schnell wie möglich zu komplettieren. Also ein viertes Teammitglied habe ich noch im Sinn, aber ein Wasser-Pokémon fehlt mir bislang. Viele haben mir auch Lusadin empfohlen, den wir schon besiegt haben, ihr wisst es. In seiner, wie nennt man, Riesenform oder wie auch immer es heißt, soll Lusadin echt stark sein, aber kein Lusadin. Habt ihr noch was anderes im Angebot? Was kommt noch so Interessantes? Ein Wasser-Pokémon sollte man schon echt im Team haben, bin ich der Meinung. Ah ja, Kantai City. Ja, jetzt können wir hier lang. Das ist der Witz. Hanohano Resort. Sieht ja gut aus. Ich bin immer auf der Suche nach Spaß. Vielleicht sollte ich noch eine Inselwanderschaft machen. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Hast du schon eine gemacht? Jeder hier quasi? Ist es so eine Tradition oder nur Trainer? Eigentlich nur Trainer. Dachte ich. In Alola haben sich Menschen aus aller Welt niedergelassen, weshalb man hier auch ganz viele verschiedene Baustile vorfindet. Aus Carlos, ein bisschen französisch. Ist dieses Palippa ein wildes Pokémon oder gehört es zu jemandem im Hotel? Ich will auch bei einem Schnabel von Palippa rumgetragen werden. Das wäre mir ein bisschen zu risky, irgendwie. Boah, da fliegt ein Palippa. Ja, Mann. Palippa ist jetzt nichts Besonderes, oder? Das ist Schuberts erster Urlaub in 3 Jahren. Ich möchte
Er möchte seinem Dasein als Star für eine Weile entkommen und einfach mal ein ganz normales Pikachu sein. Du bist der Star Schubert. Pika Pikachu? Warum mit B? Was zum... Ja, gönn dem Star eine Pause. Er ist schließlich der Hauptdarsteller von... einigen. Vom Anime. Trollolol, Plot Twist. Spaß. Der Hotelpage ist die erste Person, der Gäste in einem Hotel begegnen. Da ist der erste Eindruck entscheidend. Bei Pokémon-Kämpfen ist es ähnlich. Das erste Pokémon-Kampf und die erste Attacke, die es einsetzt, sind sehr wichtig. Wenn ein Hotelpage vortreffliche Arbeit leistet, wird er irgendwann zum Hotel-Captain befördert. Was labert ihr denn? Ach, das ist das konkurrierende Hotel. Wir hatten schon mal davon geredet. Okay, im nächsten Part werden wir das erkunden. Freut euch drauf. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Ansehen. Bis dann und ciao!